Ja, meine Mutrede. Es gibt das Ergebnis der Bertelsmann Stiftung, was sagt, von den 18- bis 30-Jährigen haben 59% Vertrauen in die Demokratie, 41% aber eben auch nicht und 52% Misstrauen der Politik. In den Medien, speziell war das ein Beitrag auch von Deutschlandfunk, aber andere haben sich da ein Prinzip angeschlossen, wurde gesagt, naja, aber das ist doch ein hohes Vertrauen und das ist ja eine komische Diskrepanz zu dem hohen Wert, die der Politik und der Regierung misstrauen. Also das zeigt eigentlich eine hohe Unwissenheit, weil erstens finde ich 41%, die der Demokratie nicht mehr vertrauen, bei den 18- bis 30-Jährigen, ist ein unglaublich hoher Wert. Wir haben die Werte der insgesamt Erwachsenen liegen deutlich höher, was das Vertrauen der Demokratie angeht. Das heißt, je jünger man wird, desto schwieriger ist das. Und das kann es ja nicht sein, weil das ist ja unsere Zukunft. Und die Diskrepanz, die kann man ganz deutlich erklären. Also in Deutschlandfunk wurde dann darüber diskutiert. Naja, aber wie kann denn diese Diskrepanz zustande kommen? Na, natürlich kommt die Diskrepanz zustande, wie alt auch in der Bevölkerung, wo ganz viele sagen, ja, Demokratie, aber nicht so, wie die Politik und die Demokratie jetzt funktioniert. Und das sagen natürlich auch die Jüngeren. Und das zeigt doch eigentlich, dass wir zwar eine Demokratie brauchen, aber dass sie nicht mehr ihren Zweck erfüllt, dass wir genau diese Demontage der Demokratie erleben, die ich immer wieder deutlich mache. Und dass wir genau darüber reden müssen, wie Demokratie wirklich gestalten wird, wie wir die Demontage aufhören, wie wir eher wieder dazu kommen, mehr Demokratie zu wagen, wie wir andere Elemente einsetzen können in Demokratie, wie wir Profitlobbyismus stoppen, wie wir Regeln für Politik schaffen und erst recht irgendwie legale Korruption abschaffen. Nur damit können wir das Vertrauen wieder gewinnen. Das hatte alles keine Rolle gespielt in diesen Beiträgen, den ganzen Demokratiebeiträgen. Und das halte ich für fatal, weil genau darum sollte es gehen. Und wenn so viele junge Menschen auch dann insgesamt sich von der Demokratie abwenden, naja, dann steht irgendwie alles auf dem Spiel. Denn die werden älter und wenn sich das manifestiert, dann passiert nämlich genau das, was jetzt passiert. Sie wenden sich komplett ab. Oder sie wenden sich denen zu, die Demokratie ganz abschaffen wollen und wenden sich irgendwelchen Rechtsextremisten zu. Das ist genau die Diskussion, die wir eigentlich führen sollten, weil damit hat es nämlich zu tun mit dem Vertrauen, das wir irgendwie haben oder eben nicht mehr haben. Aber viele spüren eben, das ist viel Show, es gibt eigentlich keine wirklichen Antworten auf die Krisen, es gibt eine Umverteilung von unten nach oben, es gibt viel zu viel Profitlobbyismus und ich. Der normale Bürger hat keine Lobby. Das, was ich sage, zählt nicht. Ich darf vielleicht mal wählen, aber es ist egal, wen ich wähle. Die machen hinterher doch, was sie wollen und nicht das, was sie versprechen. Und genau das ist unser Problem. Und das wird in keinem Bericht, in keiner medialen Aufbereitung deutlich gemacht. Im Gegenteil, dann wurde dann auch noch der NRW-Landtagspräsident, zum Beispiel beim Deutschlandfunk, wurde dann das Wort gegeben. Und der hat dann gesagt, ja, super, ja, kein guter Wert, aber dann müssen die Leute, die jungen Leute, dann müssen die mal bei uns in den Landtag kommen. Dann zeigen wir denen mal, wie Politik gemacht wird und dann wird das schon. Ja, wenn die in den Landtag kommen und wissen, wie das dort abgeht oder in den Bundestag, dann haben die erst recht kein Vertrauen mehr in die Demokratie. Das ist ja das Fatale. Oder es wird wieder nur eine Show gemacht, wo denen gezeigt wird, wie es vielleicht funktionieren könnte. Nein, das tut's eben nicht. Und das wurde ungefragt, ungefiltert, so dann im Radio abgespielt, als wenn das die Lösung wäre. Das ist ja totaler Schwachsinn. Wir müssen die Lösung gemeinsam finden und wir müssen uns endlich mal an die Wurzeln trauen, warum Demokratie demontiert wird und was wir dagegen tun können. Und dazu brauchen wir Mut und nicht irgend so eine Stimme aus dem Landtag oder aus dem Bundestag, sondern wirklichen Einsatz für Demokratie, eben nicht nur auf der Straße, sondern in allen Belangen. Und hört endlich auf, solche Berichte zu machen.